Vielleicht hast du vor, für dein Unternehmen ein Erklärvideo zu machen oder ein Imagefilm oder Videomarketing in irgendeiner anderen Form. Vielleicht hast du auch schon ein Marketingvideo und überlegst jetzt, wie kann ich das am besten einsetzen? Wie kann ich das so einsetzen, dass möglichst viele Menschen in meiner Zielgruppe das sehen und bei mir eine Anfrage stellen? Weil das beste Video bringt ja natürlich gar nichts, wenn es niemand sieht. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video die 7 besten Möglichkeiten zeigen, wie du Video-Marketing richtig nutzen kannst. Sprich, wenn du ein Erklärvideo hast oder ein Imagevideo hast und dir nicht sicher bist, wie du das richtig einsetzen sollst, dann schau jetzt auf jeden Fall zu. Wir bei Loftfilm haben über 2000 Kunden. Ja, wir machen selbst mehrere Millionen Euro Jahresumsatz mit Video-Marketing und wir wissen genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich möchte jetzt die 7 besten Möglichkeiten nennen, die für fast jedes Unternehmen funktionieren, vermutlich auch für dich. Deshalb bleib dran und wir kommen gleich zu Punkt Nummer 1. Die erste Möglichkeit, dein Erklärvideo oder deinen Imagefilm einzusetzen, ist in Expertengruppen auf Facebook oder auf LinkedIn. Überleg mal, deine Zielgruppe, die versammelt sich bestimmt in irgendwelchen Gruppen. Ja, ein Beispiel, wenn deine Zielgruppe Pferdebesitzer sind, ja, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Facebook-Gruppe, Pferdeliebhaber oder Pferdeliebhaber Deutschland oder irgendwas in diese Richtung. Wenn du in diese Gruppen reingehst, da drin bist, ja, dann hast du deine ganze Zielgruppe, deinen perfekten Traumkunden dort versammelt. Das Problem ist folgendes. Wenn du jetzt ein Video da reinpostest und Werbung machst für dich und sagst, hey, schaut mal, wie toll ich bin, kauft bei mir, dann wird das meistens nicht so gerne gesehen. Das wird meistens von den Administratoren gelöscht, ja, beziehungsweise von der Community nicht gut aufgenommen. Deshalb empfehlen wir bei Loftfilm unseren Kunden immer einen kleinen Trick. Und dieser Trick ist so, du postest das Video in diese Gruppe rein und sagst sinngemäß im Kommentar sowas wie, hey, eine Frage an alle Experten hier, ja, wir haben gerade ein neues Video gemacht und vielleicht könnt ihr mir mal Rückmeldung oder Feedback dazu geben. Das wird in der Regel nicht von den Administratoren gelöscht, ja, weil es relevanter Content ist und die ganzen Mitglieder in der Gruppe wollen das anschauen, weil sie sich getriggert fühlen und sagen, hey, meine Meinung als Experte ist gefragt, ja, ich bin Pferdebesitzer und jetzt wird meine Expertenmeinung als Pferdebesitzer hier gefragt. Die schauen sich das Video an, ja, und der ein oder andere wird dann sagen, hey, das ist eigentlich voll das geile Angebot, ja, ich habe daran Interesse. Vorausgesetzt natürlich, der Film, das Erklärvideo, der Imagefilm ist richtig gemacht. Also die erste Möglichkeit, nutzt diese Expertengruppen, weil dort ist deine Zielgruppe versammelt, ja, da ist der Film das perfekte Medium und das Geniale ist, das ist komplett kostenlos, du brauchst kein Werbebudget dafür. Die zweite Möglichkeit, wie du deinen Film einsetzen solltest, ist auf jeden Fall auf deiner Webseite. Warum? Weil jeder Mensch, der jemals darüber nachdenkt, bei dir Kunde zu werden, wird früher oder später auf deine Webseite kommen. Deine Webseite ist wie ein Schaufenster. Ja, Leute laufen dran vorbei, schauen durchs Fenster und wenn ihnen gefällt, was sie sehen, dann kommen sie in den Laden rein. Wenn ihnen das nicht gefällt, dann gehen sie weiter. Dementsprechend pack das auf jeden Fall auf deine Webseite und zwar ganz nach oben. Wir empfehlen, einen Vimeo-Player zu nutzen, das heißt nicht einen YouTube-Player zu nutzen für Videos auf der Webseite, weil du Vimeo einfach schöner customizen kannst, weil es schöner aussieht. Und vor allem bei YouTube hast du immer diese Vorschläge. Sprich, wenn jemand das Video pausiert, geht direkt so ein Vorschlag auf für ein relevantes Video. Ja, und das ist natürlich nicht so schön. Also nutze Vimeo Player, den kann man einfach einbetten auf deiner Webseite und pack das Video nach ganz oben. Das hat übrigens auch den Vorteil, dass du im SEO-Ranking steigst. Ja, das heißt, dass Google deine Webseite als relevanter einstuft, weil du ein Video drauf hast, weil auch die Webseitenverweildauer nach oben geht. Das heißt, das Video, Erklärvideo, Imagefilm sollte immer, immer, immer auf deine Webseite draufkommen. WhatsApp ist eine geniale Möglichkeit, um Kunden zu akquirieren. Und damit sind wir auch schon bei Möglichkeit Nummer 3. Und zwar, nutz den Film auf WhatsApp. Vor allem dann, wenn du bereits viele Empfehlungen bekommst, ja, weil du einen guten Job machst, weil du oft weiterempfohlen wirst, dann kannst du dieses Video auch an Bestandskunden schicken auf WhatsApp. Warum? Weil dann haben die eine einfache Möglichkeit, dich weiterzuempfehlen. Die können entweder das weiterleiten an potenzielle Kunden oder können dir das einfach auf dem Handy zeigen. Das heißt, stell sicher, dass auch deine Bestandskunden dieses Video haben, im besten Fall auf WhatsApp. Ja, WhatsApp hat man immer dabei, das Handy hat man immer dabei und du tauchst auf, auch zwischen den ganzen Freunden und Familie und Kollegen auf. Ja, das heißt, du bist nicht mehr dieser Dienstleister, diese Firma, sondern du bist irgendwie Buddy. Du bist im Inner Circle. Also das heißt, verschick das Video auf WhatsApp. Und das hat auch den Vorteil, dass du vielleicht in diesem Video etwas vorstellst, ja, ein Produkt vorstellst, ein Angebot von dir vorstellst, das dein Bestandskunde noch gar nicht kennt. Das heißt, du schickst das einem Bestandskunden auf WhatsApp, hey, schau mal, ja, und der schaut sich das an und sagt, ah, ich wusste gar nicht, dass ihr das und das auch macht. Da habe ich ja Interesse dran.
Das heißt, es ist auch eine gute Möglichkeit, um ja, Upsells zu machen, das heißt Bestandskunden irgendwie nochmal was weiteres zu verkaufen. Und natürlich auch, wenn du Leads im Loop hast, also potenzielle Kunden, die aktuell noch nicht gekauft haben, aber schon in irgendeiner Form im Verkaufsprozess sind, ja, in irgendeiner Form Interesse bekundet haben, auch dann, ja, schick denen das einfach auf WhatsApp. Gleiche Argumentation. Ja, du bist plötzlich nicht mehr dieser externe Dienstleister, diese gesichtslose Firma, sondern du bist auf einmal, ah cool, Jonas, mit dem schreibe ich hier auf WhatsApp. Ja, und da ist so ein Video eine super Möglichkeit, das dann als Content zu nutzen für einen WhatsApp-Chat. Dann solltest du das Video auch auf jeden Fall auf deinen aktuellen Social-Media-Kanälen nutzen. Ja, je nachdem, was du nutzt, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, nutz das auf jeden Fall. Auch wenn du nur eine kleine Followerzahl hast, auch wenn du nur einen kleinen YouTube-Kanal hast, auch wenn du nicht so viele Fans jetzt auf Instagram zum Beispiel hast, mach das trotzdem. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Video einzusetzen. Das sind Menschen, die dich schon kennen, die dir schon folgen, die vielleicht einfach nochmal einen neuen Impuls bekommen oder vielleicht auch erstmalig verstehen, was du eigentlich tust. Und selbst wenn du sagst, hey, das sind hauptsächlich meine Freunde, das sind jetzt keine potenziellen Kunden, mach das trotzdem. Weil es ist wichtig, dass auch deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie, dass die auch verstehen, was du machst. Warum? Weil das sind potenzielle Multiplikatoren. Wir bei Loftfilm haben schon so oft Empfehlungen bekommen von einem Schulfreund von mir oder von ja, jemandem, den ich aus der Ausbildung kenne, der mir gesagt hat, hey, ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der sucht einen Erklärfilm oder mit einem Bekannten gesprochen, der sucht einen Erklärfilm und da habe ich an euch gedacht und euch weiterempfohlen. Warum? Weil er die ganze Zeit auf meinem Instagram, auf meinem YouTube sieht, Loftfilm macht Erklärvideos, ja, und nicht so schlecht. Dementsprechend ist es wichtig, dass auch deine Freunde, auch deine Familie, auch deine Bekannten, die sollten auch verstehen, was du tust, weil die werden dich möglicherweise weiterempfehlen. Was wichtig ist, wenn du dieses Video zum Beispiel auf Facebook postest oder auf LinkedIn, nicht einfach kommentarlos hochladen und auch nicht sowas dazu schreiben wie hier unser neuer Unternehmensfilm. Ja, das ist langweilig, das interessiert keinen. Die meisten Leute schauen ein Video erstmal ohne Ton auf Facebook, ja, beziehungsweise überfliegen erstmal den Text, bevor sie entscheiden, ob das relevant ist für sie oder nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass du eine gute Copy schreibst, also einen guten Werbetext darüber. Und was da ein guter Trick sein kann, ist einfach den Text aus dem Video nehmen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn das Video wirklich gut ist und on point ist, wenn das von einem Drehbuchautor oder einer Drehbuchautorin geschrieben wurde, die wirklich weiß, was sie tut, sprich, die was von Marketing, Psychologie versteht. Ja, und wenn dieser Text gut gemacht ist, dann kannst du den Text fast 1:1 übernehmen und den einfach als Beschreibungstext hinzufügen. Also auch auf deinen Social-Media-Kanälen solltest du auf jeden Fall dieses Video einsetzen. Eine weitere Möglichkeit ist, das Video immer auf einem mobilen Gerät dabei zu haben. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, du kannst es auf WhatsApp verschicken. Du solltest das aber auch einfach physisch auf deinem Handy haben, ja, oder auf deinem iPad haben, weil du kannst immer mal in die Situation kommen, in der du mit potenziellen Kunden sprichst. Ja, du kennst ja den Elevator-Pitch. So in deinem Aufzug ist ein potenzieller Kunde neben dir, ja, dein Traumkunde. Jetzt musst du ihn überzeugen. Ja, und diese Situation kann entstehen. Die kann entstehen am Flughafen in der Warteschlange. Die kann entstehen in der Hotelbar am Abend. Die kann entstehen auf einer Messe, wenn du unterwegs bist. Und immer dann, ja, ist es geil, so ein Video zu haben und zu sagen, hey, schau einfach mal, das ist, was wir machen. Weil dieses Video kann dein Angebot, wenn es richtig gemacht ist, viel besser, viel schneller, viel mehr auf den Punkt erklären, als wenn du das so versuchst, aus dem Stegreif zu machen. Also hab's auch auf dem mobilen Endgerät dabei. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar Messen, Events und Vorträge. Auch da ist so ein Video extrem mächtig. Also vor Ort, ja, jemand, der das wirklich sieht, zum Beispiel, weil du einen Messestand hast, spiel das einfach auf dem Bildschirm ab oder auch da hab ein iPad dabei. Beziehungsweise, wenn du eine Präsentation machst oder einen Vortrag, auch da kannst du dieses Video einbauen. Das ist total geil, egal ob dieser Vortrag online ist, also in Form von einem Webinar, oder offline. Ja, das ist total geil, wenn du dieses Video als zusätzliches Medium mit einbaust. Das heißt, es ist nicht die ganze Zeit nur du, der dasteht und vielleicht noch das Medium PowerPoint-Präsentation, sondern du hast ein zusätzliches Medium, ja, einfach nochmal ein Video. Und auch hier, dieses Video erklärt in kurzer Zeit, was du tust, warum man mit dir arbeiten sollte. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr geiler Einstieg, ja, anstatt zu sagen, erstmal zu mir, wir sind die Firma so und so, wir machen das so und so lang. Ja. Das ist langweilig, das hat jeder schon gehört. Das ist der Punkt, wo alle ihre Handys rausholen und ihre WhatsApp-Nachrichten checken oder ihre E-Mails checken, weil sie das nicht interessiert. Wenn du aber einen geilen Film hast, der erklärt, was du machst, der richtig knallt, ja, dann hat man gleich Lust, dir zuzuhören, man versteht, dass du ein Experte bist und im besten Fall sagt man sofort, hey, das ist eigentlich ein Angebot, was für mich relevant ist. Ich sollte mich nach dem Vortrag mal bei dieser Person melden. Alle diese Dinge, die ich dir bis jetzt gesagt habe, sind komplett kostenlose Möglichkeiten.
Ja, es gibt noch ein paar mehr. Wir haben auch einen Kurs bei uns, den wir allen unseren Kunden an die Hand geben, nachdem sie bei uns ein Video gemacht haben, ja, indem wir ihnen die besten Möglichkeiten zeigen, wie man so einen Film auch richtig einsetzt, dass er auch etwas bringt. Aber diese Dinge, die ich dir bis jetzt gesagt habe, sind alle komplett kostenlos. Das heißt, du brauchst keinen Cent Werbebudget, um die zu nutzen. Und alleine mit diesen Möglichkeiten solltest du sehr, sehr schnell die ersten Kunden finden und das Investment für das Erklärvideo, für den Imagefilm wieder reinbekommen. Voraussetzung ist immer, dass dieser Film richtig gemacht wird. Ja, weil du kannst den überall nutzen. Wenn der Film scheiße ist, bringt er dir gar nichts. Und jetzt kommen wir noch zu einer letzten Möglichkeit, und zwar bezahlte Werbung. Und bezahlte Werbung ist wirklich ein Gamechanger. Viele von unseren erfolgreichsten Kunden nutzen das. Warum? Weil du bezahlst Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Du bezahlst diese Plattform dafür, dass sie mehr Menschen dein Video zeigen. Menschen in deiner Zielgruppe. Und das bedeutet, du kannst das endlos skalieren. Das heißt, wenn du das doppelte Budget ausgibst, ja, dann sehen das auch doppelt so viele Menschen, sehen dann deinen Film. Und wenn doppelt so viele Menschen deinen Film sehen, wirst du auch doppelt so viele Anfragen bekommen. Ja, das ist, wie wir bei Loftfilme schaffen, im Monat 400 Anfragen und mehr zu bekommen. Indem wir einfach diese Plattform Facebook und Co. dafür zahlen, dass die ganz, ganz vielen Unternehmern und Unternehmerinnen unsere Videos, unsere Werbung zeigen. So, klar, das macht erst Sinn ab einem gewissen Level. Wenn du jetzt noch relativ am Anfang stehst mit deinem Unternehmen, würde ich dir empfehlen, erstmal diese kostenlosen Möglichkeiten zu nutzen. Aber ja, wenn du so bei 30.000, 40.000 Euro Monatsumsatz bist und darüber, wenn du ein bisschen Budget hast, würde ich dir empfehlen, so früh wie möglich anzufangen, auch wirklich bezahlte Werbung zu machen. Weil das ist etwas, ja, wenn das einmal läuft, kannst du das endlos skalieren, kannst damit endlos wachsen und es auch schaffen, wie zum Beispiel wir es geschafft haben, in nur 2 Jahren den Umsatz zu verzwanzigfachen. Also auch das ist eine Möglichkeit, die du nutzen kannst, ja, und die du auch nutzen solltest, wenn du das Budget hast. Du siehst, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Erklärvideos, Imagevideos, Videomarketing an sich zu nutzen. Man muss es auch nutzen, weil der beste Film bringt dir nichts, wenn du ihn in der Schublade lässt. Ja, und ich hoffe, dieses Video hier hat dir geholfen, die ein oder andere Idee zu bekommen, wie auch du erfolgreich sein kannst mit Videomarketing. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn du Lust hast, abonniere gerne den Kanal. Ich mache hier regelmäßig Videos wie diese, ja, in denen ich Tipps und Tricks gebe rund zum Thema Kunden online gewinnen, Positionierung und deine Werbebotschaft richtig kommunizieren. Also abonniere gerne, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.